Jo, Bazi. Ja, und herzlich willkommen, wir sind da. Bild ist auch da. Manni, Bild ist da. Ja, hi Philipp, Jo. hi Clary, hi Black Dragon, hi Kelly, hi Rabe, hi Bonito, hi, wen haben wir denn noch alles? Katerchen. Und wer sonst noch alles in der Liste ist. So, wo ist noch Manni? Wir sind hier bei LS13 auf der Hagenstedt-Map. Manni ist schon wieder irgendwo verschwunden, der drückt sich schon wieder von der Arbeit, wie immer halt. Gut, der hat Oh drei. nee, ich stehe oben auf dem Dach. Ja, der hat nur Pilze in den Kopf. Also, die Summe, die ihr unten rechts sieht, die 12 Millionen, die sind echt erwirtschaftet. Und zwar Manni hat das Ganze erwirtschaftet. Und ich bin der, der es ausgibt. Und Bazi, da schreist du rum. So, was haben wir vor? Ja, was haben wir vor? Manni, weißt du das? Ja, den John erstmal über den Hof jagen. Ja, wir jagen uns alle beide vom Hof, denn wir warten, wir machen jetzt zum letzten Mal hier was auf LS 13 und dann geht es erst wieder mit LS 15 weiter. Und zwar im großen Stil dann. Nicht nur so ab und an mal Let's Play, sondern wirklich richtig deftig heftig. LS 13 hat saumäßig Spaß gemacht, wir haben sehr viel gemacht, auch wo wir uns noch nicht gekannt haben. Immer Ja. wieder, aber ich bin nie, ich habe viele, viele Maps ausprobiert, aber ich bin immer wieder auf Hagenstedt gelandet. Weil es einfach irgendwie, ja, Spaß, viel mehr Spaß gemacht hat. Mir, meiner Meinung nach. Und irgendwie leckt es jetzt gerade. Ich weiß nicht warum, es liegt am Stream. Unsere ganze Maschinen, was wir alles haben. Da hinten die Case, was wir so unterwirtschaftet haben. Da Deutz und wo ist der Money? Da hinten Ränder. Dann haben wir da unser. Oh, wir haben gar keine Bäume aufgestellt. Nein, heute nicht. Ohne Heute nicht. Bäume. Ohne Bäume, okay. Also hier haben wir unser Sägewerk aufgestellt gehabt und dann Bäume gepflanzt und hier war quasi unser Forstmod drin. Ja. Hat auch Spaß gemacht. Und was haben wir heute vor? Also was wir die ganze Zeit nie gemacht haben, das machen wir heute als Premiere Kartoffeln. Wir haben noch nie Kartoffeln angepflanzt. Hey, wo ist denn? Da hinten, jetzt bleibt doch mal stehen. Kartoffeln, also wir werden uns halt um Kartoffeln kümmern, also Kartoffelernte machen. Wir haben sie schon angesät und wachsen lassen. Und dann, ja, Leck, ich weiß, tut mir leid, Rabe, manche Spiele gehen leider nicht anders. Ich weiß nicht, woran es liegt. Es ist meine Grafikkarte, ich weiß, ich habe da nicht allzu viel Ressourcen drauf. So, spend mir 400 €, dann hole ich mal richtig geile Grafikkarte, dann funktioniert es auch. Ja, ist so. Hallo, ist so. Ich bin überhaupt kein Geldscheißer. So. Was machen wir als erstes? Machen wir zuerst Maisäckseln und am Schluss dann Kartoffeln oder machen wir andersrum? Mir ist das egal. Bei mir auch. Du Deswegen. Chef. Na, du, der Ältere. Du Chef, ich nicht. Du nix. Ich denke nicht. Du sagen, ich mache. Ja. Okay, dann würde ich sagen. Switchen wir mal Richtung. Da hat er schon alles hingestellt. Ja, normal. Richtung Kartoffeln. Ja, wo sind denn die? Hallo? Ja, da. So. Ich fahre die Kartoffelruder. Gut, und ich bin länger. Genau. Ist ja schon ausgeklappt. Ja, normal. Ja, jetzt müssen wir schauen. Ernte anschalten auf B. Und dann mit 2, glaube ich, funktioniert das. Was hupst denn? Hä? Hör mal auf zu hupen, Manni! Warum? Ich rufe gerne. Ja, du spielst bloß gern mit Huben, ich weiß. Was cool wird bei. Also fangen wir mal ganz anders an. Manni, was hat dir gefallen bei LS13? Gefallen. Im Endeffekt hat mir alles gefallen, ne? Und ich sehe gerade, ich fahr Weil ich schief. Okay, alles, okay. auch mit dem Mod so, die was hinzufügen konntest und das. Ja. Aber ich erwarte viel von S15, ne? Wenn das wirklich so
so umgesetzt wird. Hallo? Ja, da kommen wir ja nachher drauf. Deswegen jetzt erstmal, was war das besondere Highlight hier bei der 12er, bei der 13er? Ja, spielst du schon seit 2008, ja, oder? Oh ja. Okay. Also seit dem ersten Teil, so wie ich auch. Also man hat halt so viel Spaß gehabt. Manchmal richtig viel geerntet, dann einfach mal Spaß. Ich weiß nicht, die Zeit, wo wir mit dem Fahrrad rumgefahren sind, wo du dich nicht mehr eingekriegt hast. Und die besten Highlights, die waren ja dann, wenn ich mal keinen Let's Plays gemacht habe. Und das ist schade. Also da sind so richtig geile Highlights dabei gewesen. Ja. Aber naja, so ist es halt. Ah, die würden wir mit 15 auch haben. Ja. Auf alle Fälle. Da machen wir ja unser Projekt hier. Das L. Peter Meyers Lohnunternehmen. Wo wir dann viele, viele Let's Plays machen, wo jeder mitmachen kann, wo will. Und so weiter und so fort. Immer im Wechsel, also nicht immer die gleichen Leute. Natürlich Stammleute, aber dann auch immer viele neue dabei. Ja, natürlich. Also wer da mitmachen will, der kann sich ja jetzt schon bei uns im TS bewerben. Gut, dann mache ich halt nachher. Ja, du brauchst dich nicht bewerben. Du bist ja, du gehörst schon zum Inventar. Ich bin schon ein alter Schuh, ne? Ja. Ich muss mal schnell kurz gleich aufstehen. Meine Vögel sind schon wieder da, wo sie nicht hin können. Und mein Schatz schaut schon wieder nicht. So, jetzt sind wir hier. Da muss ich mal schnell den Ernter abschalten. Also ich finde die Erntemaschine echt cool. Ja. Auch die Rübenerntemaschine, die ist aber total hammer. Ja, aber wir haben das leider nie richtig ausprobiert. Wir haben uns nur immer auf Mais, Gerste und so weiter. Ja, Raps. Raps, ja, auf alle Fälle. Meine Bäume. Ja, die kamen erst die letzten paar Monate hinzu. Ja, hatten schon eine schöne Zeit hier. Ja. Ja, und dann ist 15. Du hast vorhin gesagt, du erwartest sehr viel. Ja. Bei was fängt's an? Ja, schon mit den Traktoren, ne? Ob die ein Tick besser werden wie die jetzt bei von 13. Ja. Ne? Warte mal schnell, Schatzi. Ja. Die haben gerade ihre Mittagsflugphase. Pass auf, und in einer Stunde hocken sie auf ihren Käfig und schlafen mit dem Kopf unter den Federn. Ja. Also ich habe ja auch einige Videos gedreht. Einmal mit dem Ralf zusammen. Ralf Dietes, der hat ja selber in echte Landwirtschaft. Und da haben wir auch, ich glaube, 30 oder 40 Folgen gemacht. War auch sehr, sehr cool. Ja, da seid ihr mit den roten, großen Mähdrescher gefahren und das, ne? Ja, ja, am Anfang mit dem kleinen, normalen, ja. Und dann haben wir natürlich den großen und so. Ja. Ja, ich mir auch angeguckt. Ja. Ja, haben wir schon viel gemacht. Und dann mit dem Quastin zusammen LS viel gemacht, auch Map-Vorstellungen gemacht. Ja, und jetzt geht die Ära 2013 vorbei und ja. Die neue Ära 15 kommt in 19 Tagen. Also ich hatte heute, ich kann es jetzt ganz kurz sagen, es war der Carsten Höh von Buschbaum, war im TS bei uns heute Vormittag, ganz kurz. Und da habe ich gefragt, ob der irgendwas weiß, was LS 15 betrifft, ob da irgendwie Release-Verschiebung ist oder irgendwas. Bis jetzt nicht. Also bis jetzt steht immer noch 30. Oktober. Und das ist cool zu wissen. Ja. Fahren wir ein bisschen mit Außenansicht. Wenn wir mal sehen, wie sich das alles füllt. Der Roter hat mir damals schon gefallen, wo sie ihn vorgestellt haben.
sind ja schon mega geile Maschinen, ey. Ja, und jetzt hatte ich gerade einen Lag auf dem Surfer. Hatte ich auch einen kleinen Hänger. Einen kleinen Hänger? Ich hatte einen großen Hänger. Ja. Hätte ja auch den ganz großen holen können, ne? Aber ja, komm, mach doch. Hey, mach Schnee. Mann, nee. Der widerspricht immer seiner, also der widerspricht immer und macht seine Arbeit dennoch. So, jetzt kannst du mal anfangen und mal. Guck mal, so was ich vorhab. Ich kann nicht. Ja, was? Auch schlecht über das Gesäte drüber dreschen. Stimmt. Da holst du mich hier aus dem Trecker raus. Ja. Genau. Also das Beste, was mir gefallen hat, war der Cosplay, wo du dann auf dem Singleplay war der super, wo du dann quasi einen Helfer so einstellen konntest, dass du immer Abfahrhelfer hast, Erntehelfer, bla bla bla, war voll cool. Ja. Meinst du, das Feld schaffen wir in der Aufnahme? Hallo. Du hast ja auch das größte Feld genommen. Ja. Ja, wir müssen es ja nicht ganz fertig machen. Weil Mais wechseln wollen wir ja auch noch. Wie ich hier angefangen habe mit LS13, habe ich, wo wir jetzt drauf zufahren, das Feld. Das ist ja das größte Feld. Da habe ich Kartoffeln angesehen. Nein! Da war ich 3 Tage nur Kartoffeln am Ernten. Ja, toll. Ja, so ist es. Nachher Helfer rein und dann fahren lassen. Ja, im Singleplay kannst du es ja machen. Im Multiplay, da deaktiviere ich den Helfer immer. Weil da sind immer genug Leute, da kann man das richtig machen. Da braucht man keinen Helfer. Außer man ist mal alleine unterwegs. Ja. Ja, auf alle Fälle, was haben wir geplant mit LS15? Es wird 2 Surfer geben. Eine für die Community. Der wird aber allerdings ein bisschen später erst kommen, nachdem dann die ganzen Kinderkrankheiten beseitigt sind, was das Spiel wahrscheinlich mit sich bringt. Man weiß es ja nicht. Und dann gibt es einen Surfer, wo wir unsere Let's Plays drauf machen, weil wir ein eigenes Projekt starten wollen. Und dafür könnt ihr euch ja bewerben. Und das Einzige, was ihr haben müsst, ist TS und Headset. Das ist Pflicht. Und natürlich LS15. Ansonsten geht ja das Ganze nicht. Wie voll bist du? 82%. Okay. Du kannst eigentlich schnell leeren gehen, solange ich jetzt hier hochfahre. Fahr jetzt direkt nach dem Hof. Genau. Dann gebe ich ab. Ich habe auch gar nicht, wenn ich ehrlich bin, ganz wenige Let's Plays von den anderen gesehen, wie sie Kartoffeln gemacht haben. Ich glaube, das war allgemein nicht so der Renner, oder? Nee, die meisten haben so Gerste, Weizen. Und Mais. Raps. Raps, Mais, Häcksel, ja. Ja. Ja, genau. Also die Grundsaat wird es ja wieder geben. Es wird auch der Forstmod mit drin sein. Man hat ja schon sau viele Bilder gesehen und Videos. Da bin ich echt gespannt, wie das Ganze funktioniert. Mal gucken. Du darfst an der Hofkehr. Genau. Haha. Du darfst an der Autowäsche werden. Ich hab's dir geschworen. Weil jetzt werden die Fahrzeuge dreckig und dann darfst du Reiniger. Doch, du bist dafür zuständig. Du und deine Tochter, doch, bevor ihr wieder Scheiße pflanzt. Nein. Ach, da.